Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna's Quest. Wer in der letzten Folge schon dabei war, der erinnert sich vielleicht daran, dass wir versucht haben, den Narren oder die Närrin, ist Närrin das richtige weibliche Äquivalent dazu? Auf jeden Fall sie hier, die kleine Sedgwick-Frau, wollten wir dazu nutzen, dass sie die Prinzessin ablenkt, damit wir die Blumen mitnehmen können und eventuell die Schuhe klauen, weil ich glaube, die Schuhe brauchen wir auch, die Glasschuhe. Obwohl ich mir da noch nicht hundertprozentig sicher bin, aber anscheinend funktioniert das nicht. Ich glaube, wir müssen Ernestine woanders hin beordern. Versuchen wir das mal. I think I know someone who could do with some entertaining. Really? Who? Cindy, Küchenchefin, Taube im Turm. Butler in der Empfangshalle? Das ist ja ihre Position, in der sie vorhin war, oder? Wir können ja das auch mal probieren. The butler in the castle hall? Bah, he doesn't care for me. But at least no one gets angry at me there. You know what? I like your thinking, Anna. I'm going. No time like the present. Okay, hier gibt's ja erstmal auch nichts weiter für uns zu tun. Okay, sie bleibt auf der alten Position. Dann würde ich sagen, sie läuft jetzt langsam runter. Dann sagen wir Ernestine, dass sie einfach... Wir probieren alle Optionen durch, die wir haben. Hi again, Ernestine. Anna, hey girl, what's on your mind? I think I know... Really? So, wer denn? Wir probieren mal die Küchenchefin, oder? Oder vielleicht die Taube? Wir probieren die Taube. The pigeons in the tower? Pigeons! The audience that doesn't criticize. You know what? I like your thinking, Anna. I'm going. No time like the present. So, dann hinterher in den Turm. Ja, juckt die Taube halt gar nicht, ne? He has a tag here that... Aber sie gurt. Ich glaube, sie hat erst noch nicht gegurt, oder? Guess he think... Ja, okay. Ah, yes. This should be gentle enough for pigeon post. I'll just wait until I have the mail order ready to go first, though. Still need that gold coin. Okay, okay. Ballons. Wofür können wir Ballons brauchen? Das weiß ich noch nicht ganz. Ich habe aber gerade noch die Idee. Wartet mal, waren wir jetzt in allen Räumen? Da waren wir. Lagerraum lässt uns nicht rein. Taubenturm. Das war. Ach, das war die Wäsche. Alles klar. Ich habe gerade noch eine Idee. Also mit dem hier will ich mich auch nochmal anlegen, aber ich habe gerade mal die Idee mit der Leiter. Hier wollten wir ja eventuell versuchen, den Lagerraum. Yes, this should do the trick. Now, if I'm right, and that's the window that connects to the boarded up storage room, then something important, something Winfrieda once hidden, is right inside. All right, let's go take a peek. Yes, yes. This looks about right. Eyes, hair, chin. Good, good. Curse this wretched guise. At least it's not long now. If only these damned royals didn't take so long with their pithy preparations. Ben! Eek! What was that? Ben Eek. Benny. Benny. That's my name, kind of. And don't you forget it, Winnie. Yes, right. Correct me if I'm wrong then. But did I not tell you to speak when and only when you had something to tell me about your mother, I promise you, I don't remember anything. I don't know anything about her protection spell. I promise. Cross my heart, if I could, that is. Aha. You'll remember? Long enough in here and you will tell me. Very well. Time for me to... mingle with the rabble. Oh, this is bad. This is very bad. Oh, Anna. Anna, are you there? Ben, I don't believe it. I had no idea where they took you. I was so worried when you weren't in the dungeon with me. I thought... Oh, I'm fine.
When Frida had me taken straight here from Wunderhorn, ever since I've just been hanging around. But you, you escaped a dungeon? I sure did, but enough of that. Let me get you out. Yes, like I was saying, time to get you out, Ben. Jeez, hush! Settle down, Owl. Oh, Anna, Winfrieda, she can hear the owl. Quick, you have to leave. Hurry. That darn owl. Huh. Well, it's really good to see Ben again. I'm so glad he's okay. And what was that about? Ben's mother? Very peculiar. Well, regardless, I have to help him. Which means I have to do something about that owl. Okay. Ich muss zugeben, ich habe noch keine Ahnung, was wir mit der Eule machen, aber mir ist dafür was anderes aufgefallen. Falls ihr gesehen habt, oben am Spiegel hängt ja der Rest von unserem Bild, dass dort auf der anderen Seite quasi Winnie ist. Und Winnie ist anscheinend die Schwester von Jannike. Und was wir auch noch gesehen haben, und was ich nicht genau weiß, ob das stimmt, aber ich glaube zumindest, auf der linken Seite waren Gemälde, also rechts waren auch welche, aber auf der linken Seite waren Gemälde, was nur halb abgedeckt war. Und das war Jannike als Mutter mit wahrscheinlich ihrem Mann, also als erwachsene Frau. Und dort war ein Kind frei. Und kann es sein, dass Ben das Kind ist und dass Jannike den Schutzzauber über ihn gemacht hat, sodass er ein Teddy ist, damit er halt geschützt ist, was so ein Schutzzauber halt so macht? Ist das irgendwie möglich? Und deswegen Winnie ist ja dann quasi seine Tante? Oder kann das hinhauen oder denke ich mir gerade zu viel aus? Ich weiß nicht genau. Mit was lenkt man denn eine Eule ab? Was mögen denn Eulen? Mäuse, oder? Ich habe noch keine Maus gesehen. Was kann man denn? Die Eule könnte man verschrecken. Man könnte den Vogelkäfig unten in der Küche klauen, falls das gehen sollte. Und die Eule darin einsperren. Und die Eule vielleicht der Küchenchefin bringen? Vielleicht findet sie die Eule ja besser als die Nachtigall. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht, indem man die Nachtigall freilässt und man muss ihr Ersatz bringen und dann holt man die Eule oder irgendwie sowas. Könnte auch alles sein. Was aber auch bedeuten könnte, dass wir Ernestine dazu bringen könnten, dass sie die Küchenchefin wirklich ablenkt. Aber ich würde gern, glaube ich, ihn hier auch nochmal voll quatschen, denn ich glaube, dass er irgendwie den Schwanenkopf. Hi again. Greetings, fair maiden. Wir probieren das nochmal mit der die Sache mit dem Schwan, die Schwertkunst, genau. They would like to be amazed and enthralled at sword skills. Oh, all right. You've twisted this prince's arm. On guard. That is what I say to, you know, whoever. The foe, the bad guy person. And then, come on. Help me out with a bit of story or motivation or some such. Okay, dann greifen sie dich plötzlich an. Aber du hast schon gewonnen, du hast ihn erwischt oder trifft das mit der Schwerthand. Dann wechselt er. Ich würde gern. Wartet mal. Und dann greifen sie sich plötzlich an. Dann macht er das Schwert nach unten, ne? Habe ich das noch richtig im Kopf? Was macht er bei, du hast schon gewonnen? Dann jubelt er, oder? Dann macht er das hoch. Schwerthand wechselt er das, die Hand halt selber. Und dann hört er auf. Haben wir das am Anfang? Wir haben das hier probiert und das, aber ich glaube, das haben wir noch nicht probiert. You got him. Well, then I must do this. And I hold. Ah. For applause. And things to be thrown, like flowers and whatnot. Okay, und dann greifen sie plötzlich an. Eine Lücke in der Deckung, dann macht er das Schwert gerade, oder? Und er trifft die Schwerthand, dann wechselt er einfach nur. Ich bin immer noch der Meinung, ich will, dass er wusch hier diesem Schwan den Kopf abschlägt, wisst ihr? Was macht er nochmal hier? They have their guard down. Now's your chance. Gerade, ne? Then I do this. Whoosh. Like a tiger. No,
Wait, a swan? Well, I got him. That's all that matters. Er trifft seine Schwerthand, dann legt er das hier nur um. Du hast schon gewonnen, hatten wir gerade, deswegen mache ich mal das. Then they attack you suddenly. Aha! Then I do this! A lightning fast parry. Nothing touches me. Okay. Lücke in der Deckung, trifft deine Schwerthand, du hast schon gewonnen. Das hat man noch nicht, ne? Das schon gewonnen hat man ganz am Anfang. Lücke in der Deckung hat man vorher, deswegen das hier. Oh, but he strikes your sword hand. Aha. Then I... Wait. He what? Well, then I must do this. Okay. Warum hat das denn plötzlich in der Hand? Ist das nicht eigentlich die andere Seite gewesen? Habe ich zweimal ihn schon wechseln lassen? Ich erinnere mich nicht mehr. Okay, greifen sie plötzlich an. Schon gewonnen. Er trifft deine Schwerthand. Was ist denn hier eigentlich? Achso, hier ist Ende einfach nur. Wir hatten jetzt alles drei schon. Aber du hast schon gewonnen. Dann macht er den Arm einfach nur nach oben. Deswegen glaube ich, dass es hier ist. They attack you suddenly. Aha! Then I do this. A lightning fast parry. Nothing touches me. Aber er trifft deine Schwerthand. Eine Lücke in der Deckung. Das hatten wir am Anfang gehabt. Ich probiere erstmal so rum, weil ich hatte beim ersten Mal ausprobieren. Hatten wir die Schwerthand hier drüben und haben das gemacht, weil ich halt wollte, dass er hier so wuscht, wisst ihr? Und das hat nicht geklappt, der hat das Schwert vorbeigeführt. Deswegen versuchen wir es jetzt mal so hier. But you won already. You got him. Well, then I must do this. And I hold for applause. And things to be thrown, like flowers and whatnot. Okay. Dann versuchen wir es doch nochmal so. He strikes your sword hand. Aha. Then I... Wait. He what? Well... Und jetzt? Jetzt? But you won already. You got him. Well, then I must do this. And I hold for applause. And things to be thrown, like flowers and whatnot. Warte, mach noch mal... Mach nochmal die Hand vor. They attack you suddenly. Aha! Then I do this. A lightning fast parry. Nothing touches me. But you won already. You got it. Well, then I... Jetzt! Oh. Is your swan actually a robot? I am a swan prince, I swear! Well, even if it's not quite what he intended, that did indeed amaze me. GG haben wir gerade als Errungenschaft bekommen. Ich glaube, das ist ausgeblendet. Okay, wir haben einen Schuh. Well, there's one. That's a start, but then there's also the flowers. A flowerless flower girl. I need to do something about that. I still need another shoe to go with the one I have, too. Supposedly, I need a nicer dress as well. Not that I see anything wrong with mine. Warum hat er dann aber nicht, als er einmal nach vorne mit dem Schwert ist, dann hätte er doch den Kopf genauso abschlagen müssen und nicht nur rückwärts. Das war ein bisschen irritierend, aber na gut, wir haben es ja trotzdem hingekriegt. I knew something was odd about that swan. The way things turned out, that was really for the best. Wir sind zum Bauchredner geworden. I don't know. I think I've pushed my luck with sparking mechanical things. Okay, kann man nichts verwenden in irgendeiner Weise. Hier ist auch kein zusätzlicher Punkt irgendwie gekommen, den wir, ne? Wir könnten eventuell auch noch zu dem Fenster. Kann ich die Leiter... Nee, ich kann die Leiter gar nicht mehr fassen. Okay. Also kommen wir auch nicht in den Wäscheraum jetzt von der anderen Seite. Das ist aber okay, würde ich sagen. Okay, wir haben jetzt einen Schuh. Wir haben das Kleid immer noch in der falschen Größe.
Aber wir haben ja noch einen kleinen Gedanken, wie das Ganze weitergehen könnte, denn wir machen Ernestine zur, oder wir bringen, wir lassen sie zu... Hi again, Ernestine. Anna, hey girl, what's on your mind? Zur Küchenchefin, Maikin. I think I know someone who could do with some entertaining. Really? Who, who? Hier. The chef in the kitchen? That old grump? Well, if anyone's in need of cheering up, it's probably her. You know what? I like your thinking, Anna. I'm going. No time like the present. Okay, ich hab, glaube ich, auch noch nichts, was... Kann ich die kaputt machen? Und die erschreckt sich und fliegt woanders hin? That won't work. Okay, ich habe gedacht, am Stroh irgendwie aufpieksen oder so. Aber Ballons. Ich weiß auch noch nicht, wofür wir die Ballons brauchen sollten. Aber gehen wir erstmal in den... Nein, nicht in den Keller. Quatsch. Wir wollten doch... In die Küche. Ich habe ein bisschen... Ja, genau, zur Küche. Hello there. Hi. What? What is it? What do you want? Was hattest du über das Fleisch erzählt? Das ist aber ein schöner Vogel. Sagtest du, du bräuchtest mehr Fleisch zum Kochen, oder? Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Hey, you said you were in need of more meat to cook, right? What of it? It just so happens I saw a rather large swan that's just been, put out of action. Would you be interested in something like that? Last time I tried to cook the castle swans, I was nearly fired. But then again, if it's already out of action, then I would say I would be interested. Very interested. Oh wow, das kam unverhofft. Oh wow. Starting to have second thoughts about this idea now. I shouldn't hang around too long. Who knows when the cook will catch on to me? That's not to mention how, unsafe that looks. Sorry to bother you. Not as sorry as I am. Okay. I shouldn't hang around too long. Who knows when the cook will catch on to me? That's not to mention how, unsafe that looks. Sieht ihr das jetzt, wenn ich das klaue? Interesting. Seems the swan has taken a bit too much of her attention. I do feel kind of bad taking the cook's friend, though. But it's okay. I'll find a replacement. Empty. Nothing else to take. Okay, ich habe gedacht, ich kann den Käfig mitnehmen und dann oben die Eule reinstecken, aber offensichtlich nicht. Kann ich denn noch Tomaten mitnehmen? Do you think I could have some? Do you think? Okay, das sieht sie trotzdem noch. Ernestine ist hier halt auch nicht gebraucht. Again, Ernest. Anna. Deswegen schicken wir sie zu Cindy, würde ich sagen. I think I... Really? Ansonsten haben wir ja alle durch, ne? Den Butler, genau. Cindy in the cellar? Cinders. Yeah, she's a good sport. She puts up with me. You know what? I like your thinking, Anna. I'm going. No time like the present. Okay, ich wüsste zwar nicht, inwiefern Cindy abgelenkt werden müsste, damit wir ein Kleid klauen oder was? Oder was wollen wir denn bei Cindy? Keine Ahnung. Jetzt haben wir das mit der Nachtigall offen und das mit Cindy. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir von den beiden Sachen zuerst? Das Problem ist, ich muss ganz dringend Pipi. Deswegen würde ich sagen, ich heb mir beide Sachen einfach für die nächste Episode auf. Und... wir machen an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Hier ist auch nichts Zusätzliches dazugekommen, ne? Nee. Weil wir ja das letzte Mal über die Bilder geredet haben, habe ich gedacht, die sind jetzt vielleicht anwählbar geworden. Beziehungsweise die Bilder sind ja oben im Lagerraum, genau. Dass wir die dann vielleicht irgendwie wieder rausholen und aufhängen, aber das wird nicht unser Sinn sein, denke ich zumindest nicht. Liebe Leute, wir machen an der Stelle verfrüht eine kleine Aufnahmepause oder so viel verfrüht ist es gar nicht durch mein ganzes Gefasel. Und wir legen einfach in der nächsten Episode wieder los, wo wir versuchen werden, die Eule durch die Nachtigall auszutauschen. Wird das funktionieren? Kann ich einfach die Eule nehmen? Oder die Nachtigall kommt zu den Tauben? Das weiß ich noch nicht ganz. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und dann gehen wir mal in den Keller und gucken, ob Ernestine Cindy richtig abgelenkt hat. Falls das auch nicht der Fall sein sollte,
Weiß ich gerade auch nicht weiter. Ich bin ja eigentlich der Überzeugung, dass wir die Prinzessin ablenken müssen, damit wir ihren Schub kriegen. Aber vielleicht kriegen wir, da der Prinz jetzt im Schloss ist, vielleicht ist die Prinzessin auch gar nicht mehr auf ihrem Zimmer. Das gucken wir alles in der nächsten Episode nach. Also bis dann, liebe Leute. Tschüss.